20 Uhr. Zeit für eine weitere Folge der Kotzlounge. Willkommen, Charlie. Schönen Abend. Ich weiß, bin noch ein bisschen. Du bist heute nicht so fit. Ja, ich bin alles außer fit. Ja. Aber wir schleifen dich durch diese Show. Ja, richtig, richtig. Und so, ich weiß, dass du die nächste Stunde auch Vollgas geben wirst. Ja, natürlich. Deswegen bin ich hier. Es gibt keine Ausreden. Und damit möchte ich heute auch ganz herzlich den Chat begrüßen, der wieder zahlreich schon vor dem Apfelwein gesoffen. Nee, Apfelwein habe ich nicht. Was heißt denn überhaupt gesoffen? Es wird zelebriert, Henrik, aber egal. Ich möchte euch auf jeden Fall recht herzlich begrüßen. Freut mich wieder, dass ihr alle zahlreich eingeschaltet habt. Heute haben wir zwei fantastische Gäste. Und bevor wir damit anfangen, würde ich tatsächlich sagen, damit wir auch den beiden Gästen genug Zeit geben können, gehen wir erstmal kurz ins Tippspiel. Ja, letzte Woche hatte ja Hanna die große Ehre, ja, gegen euch da draußen zu tippen. Um genau zu sagen, gegen Henrik. Gegen Henrik. Und wir haben eine. Wir haben ein Ergebnis. Und wir haben ein zwar Ergebnis. Sehr, sehr knappes Ergebnis. Ich war kurz davor und dachte mir so, ist das das erste Unentschieden, was wir haben? Was machen wir beim Unentschieden? Tatsächlich gab es kein Unentschieden. Ich würde einfach mal sagen, die Broncos haben entschieden. Haben Hanna das Tippspiel gewinnen lassen, und zwar 3-2. Das also, heißt, lieber Henrik, es tut uns leid, ja, aber das Yannick Kiel Jersey bleibt hier auf der Couch. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Aber du hattest ja eins letzte Woche an, von daher passt das. Passt das. Ja, es ist tatsächlich so, und es bewahrheitet sich, ihr müsst gegen mich spielen. Ja, ist ihr so. Müsst gegen mich spielen, um zu gewinnen. Stimmt, die einzigen. Ja, es ist tatsächlich so. Die einzigen beiden. Es ist tatsächlich so. Ihr müsst gegen mich spielen, um zu gewinnen. Nur so habt ihr eine Chance. Ich habe ja keinerlei Ahnung, von daher. Ja, aber du hast am meisten mit Football zu tun. Das ist schon wieder so dieser Punkt, der mir einfach sagt, diese ganzen skill-basierten Fantasy-Ligen oder Tipp-Ligen oder wie auch immer, das hat nichts mit Skill zu tun. Das ist einfach Zufall. Um weiterzugehen an den Chatter draußen. Das heißt, wir haben hinter uns aufgereiht die drei Präsente, die wir auf jeden Fall noch vor euch haben, heute gegen unseren neuen OC zu tippen. Um das entsprechend zu tun, einmal Ausrufezeichen Tipp mit Doppel-P in den Chat. T-I-P-P. Und ihr kommt in die Liste und dürft heute gegen unsere neuen OC tippen. Also, ja, genau, seitdem ich auf die Broncos getippt habe, ist das so. Ist das so, heißt, so komplett absurd. Ausrufezeichen Tipp in den Chat und in der Zwischenzeit. Geht in die Verlosung. Ja, genau. Und dann gehen wir in Verlosung, dann rufen wir euch wieder an, dann tippt ihr wieder. Also eigentlich so wie die letzten Wochen auch. So werden wir es machen. Ja. Vielleicht, aber vielleicht ist es ja auch so ein Coaches-Ding, weißt du? Also wenn du meinst heute gegen Frank, ja, kann man auch gewinnen, oder wie? Ja, vielleicht ist es ja so ein Ding. Vielleicht geht es ja eigentlich überhaupt gar nicht darum, vielleicht ist es ja so, je mehr du eigentlich das wirkliches Football-Verständnis hast, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du halt bei so Tippspielen, bei denen du eigentlich in Ligen, mit denen du nicht so wirklich, also die du nur zuguckst, wo du entscheiden musst, höre ich auf mein Bauchgefühl oder auf meinen Kopf, vielleicht klappt das dann ja nicht. Zu wünschen wär's im Chat? Ja. Bei mir war es ja reines Würfel. Wir wollen ja die Sachen auch irgendwie, ja, das unter korrekt. Das Volk bringen. Das ist korrekt. Na? Vielleicht ist es das, was mich zu meinen Tipps hinreißen lässt, dass ich, ja, den Leuten das gönnen möchte. Au, oh, okay. Aber ich kann mir das auch, okay, einfach schön reden. Ja, ja? Wollte ich gerade sagen. Hast du dann, genau, NFL geschaut am Wochenende? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war. Was machen deine Falcons? Die hatten Bye Week, das weiß ich, weil ihr das letzte Woche gesagt habt. Und nee, ich muss tatsächlich sagen, also ich war gestern um die Uhrzeit, zu der das erste Spiel war. Danke an die Deutsche Bahn. In Ulm und kam dann nicht weg. Oh.
Denn in Ulm, um Ulm und um Ulm herum war ein Problem mit dem Gleisstellwerk. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Und ich hatte... Ja, kein Internet. So. Nee, ich habe keine... Kann man RTL übers Internet gucken, wenn man nicht ich irgendwo angemeldet ist? Ich glaube nur über irgendeinen Streaming-Dienstleister, ja, für den du wahrscheinlich auch zahlen musst. Ja, und das habe ich jetzt dann nicht gemacht. Dann bin ich zu Hause angekommen, war dann fertig. Nach 5 Stunden, 6 Stunden. Ich habe jetzt aber gesehen, auf The Zone, ja, also wenn ich jetzt hier Werbung mache, bitte ja, lieber The Zone. Wir reden hier über Football. Kontaktiert uns, dann machen wir auch Werbung für euch. Aber cool. Ich habe gesehen, die haben gerade ein cooles Angebot. 44,95 für den Rest der Saison Game Pass. Sag ich, das, ganz cool. Das klingt doch vernünftig. Also lieber Kollege The Zone, wenn ihr Bock habt auf Werbung, meldet euch. Dann machen wir auch Werbung für euch. Ja, aber ich zum Beispiel habe noch keinen DAZN-Account. Ich könnte dann erzählen, wie toll es ist. Ja. So, genau. Also, können jetzt nicht was... Wir kriegen Infos aus der Regie. Aber ja, das war mein Wochenende. Dafür war ich bei meiner Großmutter im schönen Allgäu. Oh, und lag schon Schnee? Tatsächlich, das war nämlich das Problem. Ich bin runtergefahren. Da war alles weiß und ich war ein bisschen schockiert. Aber naja, gut. Nee, aber das war so mein Wochenende. Das heißt, weniger, aber ich habe weniger Football. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass sehr viel los war. Und leider konnte ich mich damit noch nicht beschäftigen. Also von irgendwelchen absurden Catches bis hin zu, war nicht irgendwie auch irgendeine Verletzung, ich weiß es gar nicht mehr. Er ist brutal dieses Jahr, schon wieder ein Kreuzbandriss. Und, aber dafür habe ich gelesen, Aaron Rodgers will schon wieder im Dezember Football spielen, nach einem Achillessehnenriss, das ist brutal. Es soll irgendwie eine neue Methode geben, die aber noch nicht so richtig irgendwie ausprobiert wurde, aber er will unbedingt spielen. Aber gut. Also ich will ja nichts sagen. Aber auch zur Corona-Zeit hat Aaron Rodgers ziemlich komische Methoden von sich gegeben. I don't know. Also ich glaube, footballtechnisch perfekte Person. Gesundheitsfragen lassen wir, glaube ich, lieber Ärzte entscheiden. Absolut. Ich glaube, das geht. Gut, dann haben wir die NFL fürs Erste abgeschlossen. Das ist korrekt. Wir kommen später zu unserem Tippspiel. Ja. Gucken, mit wem wir dann spielen. Und da habt ihr wieder die Chance, Sachen abzustauben. Von daher schauen wir mal. Ich würde jetzt sagen, liebe Regie, wenn es schon möglich ist, kommen wir zu unserem ersten Gast. Und wir haben heute echt viel vor. Wir haben es ja letzte Woche angekündigt. Und es ist heute jemand ganz Besonderes, den ihr in der kommenden Saison super viel sehen werdet. Und ich freue mich, dass er sich jetzt schon Zeit genommen hat, im November über die nächste Saison zu sprechen. Und wir sind echt happy, ihn heute vorzustellen. Liebe Regie, bringt ihn uns rein. Da ist er. Da ist er. Da bin ich. Let's go. Schönen guten Abend, Frank Rosa. Unser neuer OC. Ja. Schön, dass du da bist. Wo erreichen wir dich gerade, Frank? Schön, da zu sein. Ich bin gerade in Berlin, aber eigentlich, wie man ja sehen kann, sitze ich hier auf der Couch direkt neben euch. Ne? Also es ist sehr großartig, ja, was ihr da technische Meisterleistungen bringt. Ne? Ach, Gottes Willen. Doch nicht so lange Arme. Sehr, sehr nice. Da nochmal die Information an den Chat. Wenn ihr Fragen an Frank habt, schreibt sie in den Chat und wir werden auch eure Fragen mitnehmen. Und werden ein schönes Gespräch haben. Du hast dir ein bisschen Zeit blockiert. Und das Schöne ist, Frank, wir kennen uns schon eine Weile. So ein bisschen kennen wir uns, ne? Und ich warte eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Oder ich habe mir die Frage gestellt im Vorfeld, wann wirst du die Story erzählen? Und dann ist es jetzt schon soweit. Ne? Großartig. Also, ihr habt schon wieder zusammengespielt in irgendeinem Jugendcamp. Nee, vor Jugend 20 nicht. Jahren, aber, in irgendeiner aber, Liga. Jugend war es tatsächlich nicht, gell, Frank? Ich habe letzte Woche gespoilert. Du warst Quarterback bei den Königsbrunn Ants. Ich kann mich noch an diesen überragenden Helm erinnern. Ach, das war das. Ja. Und tatsächlich haben wir uns das erste Mal kennengelernt in der Nationalmannschaft.
Herren Nationalmannschaft 2004 in Dresden. Ich war der vierte Backup-Quarterback, ne? Das war großartig. Ah ja, gut. Aber ich habe Frank dann immer gesagt, Frank, ey, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, werfen zu mir und du wirst deine Stats bekommen. Frank war jung und hat mir geglaubt. Ich habe ihn nicht enttäuscht. Tatsächlich, wir hatten ein bisschen anders, ne? wenn ich sie mal komplett detailliert erzähle. Ne? Also als vierter Quarterback Playing Time zu bekommen, ist schon mal echt nicht so gut. Ne? Die Chancen. Und dann habe ich aber am Ende des Games, durfte ich zweimal einen Kickoff, weil das war das Freundschaftsspiel gegen die Tschechei. Ne? Und dann hatte ich einen Snap noch mit der Offense und das war ein Pass. Und wir breaken das Huddle und hier ist, was Flo sagt. Hey, ich bin frei. Hat funktioniert. Es war deine Completion. Tatsächlich. Nee, war unser. Leider nicht ganz. Ich habe beim Snap gefumbelt und dann den Ball wieder recovered. Aber danke, dass du es schöner ausschmücken kannst. Mann, ich wollte dir einfach ein bisschen Liebe geben, Mann. Das ist okay. Ich wollte ihm einfach ein bisschen Liebe geben. Wir hätten es nicht gemerkt. Keiner von uns hätte. Es war tatsächlich unser erstes, es war auch mein erstes Nationalmannschaftsspiel im ehrwürdigen Rudolf-Fabig-Stadion in Dresden. War ein schönes Spiel. Und so schließt sich der Kreis. Fast 20 Jahre danach treffen wir uns hier bei der Galaxy. Aber wir sind nicht hier, um irgendwelche Geschichten von damals zu erzählen. Zum Glück. Die Leute wollen dich kennenlernen. Und ich würde einfach sagen, erzähl doch mal ein bisschen über deine Football-Vita. Und ist absolut beeindruckend, weil wir haben letzte Woche schon so ein bisschen in dein Football-Lebenslauf reingeguckt. Und was Flo auch jetzt gerade sagen wollte, du bist ein bisschen durch die Welt gekommen, hast den einen oder anderen nicht-europäischen Verein besucht. warst ja auch Gastkurs in der NFL, beziehungsweise auch in der, wie heißt das in Japan? XFL. Doch, das ist die XFL. Ich dachte, das war nicht die amerikanische XFL. Ach, die heißen gleich. Okay, dann habe ich es doch nicht falsch im Kopf. Von daher. Und auch von meiner Seite, bevor ihr wieder in irgendwelche damals war alles so toll Geschichten rauskommt. Herzlich willkommen in Frankfurt. Und herzliche Grüße aus dem Chat. Und ich soll aus jemandem vom Chat, von Gausi aus, schöne Grüße ausrichten. So, und jetzt haben wir den Part hinter uns und the stage is yours. Also erstmal danke fürs Willkommen heißen. Was habe ich jetzt gelernt? Jetzt hoffe ich, spreche das richtig aus. Gude, ne? Das sagt man ja so in Frankfurt. Ne? Ich hoffe, das war okay. Das hat der Coach Kösling mir beigebracht ein paar Mal. Ich hoffe, ich habe jetzt gut performt. Ja, reicht dann auch vor. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview, Frank. Nein. Nee, super. Also ja, schön hier zu sein in der Purple Lounge und ich freue mich am meisten erstmal auf die Purple Hell. Ne? Aber ja, wer bin ich und wo durfte ich da überhaupt schon sein? Ne? Also wenn ich so rückblickend jetzt einfach mal auf diesen Lebenslauf schaue, dann ist es einfach faszinierend, wie schnell das alles verging, weil jetzt mit der nächsten Saison mache ich dann ein Vierteljahrhundert Football. Ne? Und natürlich die ersten Jahre mehr als Spieler als Coach, aber inzwischen sind es mehr Jahre als Coach, als ich als Spieler gemacht habe. Und in dem Moment, wo dann diese Transition stattgefunden hat, dass ich wusste, ja, als Spieler werde ich jetzt hier keine Bäume mehr ausreißen, war aber dann der Traum bei mir sehr groß, natürlich in die NFL als Coach zu kommen, weil als Spieler war mir sehr schnell klar, dass ich das nicht schaffen werde. Ne? Und so habe ich dann immer Stück für Stück darauf hingearbeitet und dann kam auch durch Eugen Klemser, das ist ein sehr guter Coaching-Freund von mir, der Kontakt zu Jim McNally in die NFL, wo ich dann mal bei den Dallas Cowboys durch Bill Callahan 2 Wochen so eine Art Praktikum machen durfte. Ne? Und das war fantastisch. Das war ja wie so ein Traum, der wahr wird. Ne? Ich gehe jetzt ein bisschen chronologisch von meiner Zeit quer durch, habe dann aber auch versucht, eben bei College-Teams so Praktikas zu bekommen, das dann auch geklappt hat. Und naja, so habe ich dann Stück für Stück meinen Weg da weiter hochgearbeitet, bis ich dann bei der University of Texas at El Paso einen Graduate Assistant Coaching Job bekommen habe. Und das bedeutet, du bist quasi Assistant vom Assistant, machst aber nebenbei noch dein Masterstudium. Und naja, wir alle wissen ja in dieser Football-Welt, wie viel Zeit du für Football investierst. Und nebenbei das Masterstudium war großartig. Ne?
Genau. Okay. Und naja, dann waren die 2 Jahre vorbei. Das war 2017 bis 2019. Und dann dachte ich mir, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich will doch in die NFL. Und habe aber gemerkt, dass das Business in den USA schon ein bisschen anders tickt. Also das ist nicht so, dass die Menschen da sehr nett zu einem sind. Und das ist vollkommen egal gewesen damals, dass ich in Deutschland ja schon Head Coach, Offense Coordinator Erfahrung hatte. Hat nicht wirklich jemanden dort interessiert. Und dann ist das Visum ausgelaufen. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich will aber noch nicht nach Hause kommen. Und habe mich dann in Japan und in Kanada beworben. Und tatsächlich haben dann die Lixil Deers, das ist ein Team in Chofu bei Tokio, mir geantwortet, mich zu einem Jobinterview nach Japan eingeflogen und mich dann dort als Professional Coach eingestellt. Und das war eins der tollsten Erfahrungen meines Lebens, weil, was ich nicht wusste damals, dass Japan ja auch College-Football hat. Also die spielen echt verdammt gut. Und das war großartig. Mit dem Japanisch war es ein bisschen schwer. Ich habe es zwar versucht, das zu lernen. Wakari maskoshi nihongo, also ich verstehe ein bisschen Japanisch. Wenn irgendwelche japanischen Fans hier zuschauen, dann konbanwa. Freut mich, dass ihr alle da seid. Aber es war großartig. Und dann war aber das Jahr auch in Japan vorbei. Ich wollte wieder zurückkommen. Und jetzt spule ich ein bisschen nach vorne. War 2022 der Head Coach der Cologne Centurions. Ja. Kenne die Purple Hell nicht nur von dem Jahr, denn ich durfte ja auch schon bei den Munich Cowboys coachen, bei den Ingolstadt Dukes, bei den Kirchdorf Wildcats. Ja. Und da waren wir ja schon ein paar Mal in der PSV Arena. Und bis jetzt habe ich das ja immer als Gegner erleben dürfen, wenn es dann mal laut wird. Und deswegen habe ich vorhin auch als Einstieg gesagt, ich freue mich jetzt am meisten darauf, mal auf der richtigen Sideline zu stehen und dann den vollen Support mal im Hintergrund zu haben. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiter über diese einzelnen Stationen reden, aber das waren mal so die wichtigsten, auch in der Jugendnationalmannschaft als Trainer. Also zusammengefasst habe ich aus reiner Liebe und Leidenschaft zu dem Sport so viel gemacht und wollte immer weiter. Habe dann in Japan wirklich die tollste Zeit überhaupt gehabt und dachte mir dann, okay, aber es ist okay, ich möchte wieder zurück nach Europa. Und jetzt bin ich einfach froh, dass die ELF weiter so läuft und ich jetzt die Chance bekomme, die Frankfurt Galaxy, die Offense zu koordinieren. Ja, cool. Beeindruckend, absolut danke. Beeindruckend, welche Station du da bereist hast. Und ich auf jeden Fall weiß, dass es auch für dich nicht immer einfach war. Und vor allem hört sich das jetzt so einfach an, Station hier, Station da. Aber ich weiß auch, was da für eine Arbeit hintergesteckt hat und wie viele Briefe und Mails du geschickt hast, um überhaupt Einladungen zu bekommen und irgendwo akzeptiert worden zu sein. Von daher ist es jetzt tatsächlich eine schöne Nummer, dass du in Frankfurt gelandet bist. Und jetzt würde ich doch mal vorschlagen, steigen wir so ein bisschen in das nächste Jahr auch ein und in die Saison. Und da die erste Frage, wir haben ja so ein paar Fragen auch schon für dich vorbereitet und aus der Community gesammelt. Und ich glaube tatsächlich, die meistgenannteste Frage war natürlich nach dem Unterschied zwischen den vergangenen Jahren und deiner Football-Philosophie in der Offense. Was wird sich grundlegend in der Frankfurter Offense ändern? Das ist natürlich gleich eine coole Frage, und da haben vielleicht schon ein paar Düsseldorf-Fans da reingehackt, die dann die Nachrichten jetzt haben wollen und dann weiterleiten. Also zu viele Details möchte ich da natürlich gar nicht sagen, aber was mir eher wichtig ist zu sagen, ist, dass ich ja auch die Offense der letzten Jahre bei Frankfurt immer so ein bisschen mitverfolgt habe und da sind ja gute Spieler. Ich fand auch den Patrick, das Coaching gut, also das ist eine super Geschichte und deswegen ist natürlich schwer zu sagen, was wollen wir jetzt konkret verändern. Ich habe 2, 3 Ideen, die ich mich wahnsinnig freue, die umzusetzen. Aber was mich als Offense-Coordinator, sage ich jetzt mal, was mein eigener Anspruch ist, ist natürlich, kreative Wege zu finden, den Playmakers den Ball zu geben. Und am Ende müssen wir gucken, wen haben wir jetzt dann wirklich auf dem Feld stehen. Und das ist ja etwas, was alle Coaches immer sagen, ja, es kommt aufs Personal drauf an. Und da machen meisten trotzdem das, was sie immer gemacht haben. Aber das ist etwas, was ich mir wirklich zu Herzen genommen habe, weil ich in meinem ersten Jahr als Offense-Coordinator, das war 2011 für die Bayerische Jugendauswahl, da habe ich echt
Kacke gebaut, ne? Weil ich ein System gewählt habe, dessen Spieler ich nicht hatte. Ich wollte damals I-Formation-Football ballern, hatte einen Titan, der okay war, einen Fullback, der okay war, aber wir waren eigentlich unterlegen. Also war das keine gute Idee. Und seit dem Jahr, das bis heute, schaue ich mir immer dann den finalen Roster an und dann entscheiden wir, was wir jetzt machen. Aber das ist mir immer so eine Herzensangelegenheit und mein eigener Anspruch, dass ich versuche, kreative Wege zu finden, sei es mit Shifts, sei es mit Motions, mit Formations, die Matchups herauszufinden und den Playmakern den Ball zu geben. Und im Idealfall scoren wir natürlich bei jedem Play. Das ist der eigentliche Gameplan. Verratet es aber niemandem, ja. Nee, bleibt unter uns. Nee. Solange wir mehr Punkte machen, soll mir das recht sein. Da vielleicht eine anschließende Frage. Wie läuft es aktuell mit der, nennt man es Rekrutierung? Nee, mit dem Scouting? Recruitment, der Spieler. Also ich meine, du bist ja jetzt offiziell announced, Quarterback haben wir jetzt auch entsprechend announced. Also es geht jetzt nicht um klare Announcements hier, aber natürlich, wie wir auch schon in der Vergangenheit oder letzten Jahr einfach mitbekommen haben, hat natürlich jeder Coach auch so seine Kontakte, die er entsprechend mitnimmt. Oder zumindest einfach eben hat über seine jahrelange Erfahrung. Von daher wäre es vielleicht interessant zu wissen, ob auch diese hier genutzt werden oder genutzt wurden. Natürlich. Also ich schreibe dann natürlich auch den Spielern, die ich in Köln coachen durfte oder auch anderen Spielern, da bin ich immer im Austausch und es ist natürlich immer schön, wenn dann auch Nachrichten einen kommen, so, hey Coach, hast du noch einen Platz frei? Ne? Und Das habe ich dem Coach Kösling auch erzählt, einen Tag nachdem ich announced wurde, hatte ich, glaube ich, 17, 18 Nachrichten von amerikanischen Spielern, manchen, die ich sogar bei UTEP an dem College, wo ich war, betreuen durfte, die sich auch interessieren würden, jetzt wieder in Europa zu spielen, aber auf einmal ist die Mailbox schneller voll, als man denkt. Ne? Und das ist unfassbar. Letztes Jahr war ich ja nur Running Back Coach in Innsbruck, Da habe ich keine Nachrichten bekommen, ne? Und auf einmal geht es wieder rund. Ne? Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Name hier dann doch ein bisschen mehr Gewicht über den Atlantik drüber. Ja, auf jeden Fall interessant. Und ich habe vor lauter Lachen meine Frage vergessen, die darauf kam. Ja, aber dann... Wir haben ja zwei Leute, die hier Fragen stellen. Das ist gut, das ist alles gut. nur so für dich als im Chat so als kleines Feedback. Also du wirst da sehr herzlich willkommen geheißen und kommst mit deiner Art sehr sympathisch rüber. Und das kann ich nur aus Vergangenheit zurückgeben. Ich glaube, die Leute freuen sich auf dich und auch auf den Austausch mit dir. Bist du denn auch so jemand, der auch mit den Fans interagiert, sei es vor Spiel, nach dem Spiel, mal nach dem Training? Oder sagst du, na, ich brauche doch die Konzentration nur auf meine Spieler und das Spiel? Aber ich glaube es nicht, oder Frank? Also natürlich liebe ich den Austausch mit den Fans. Wir hatten, und das ist so ein kleines Beispiel, in Köln gibt es ja die Legion of Youp, ne, den Fanclub da. Und in der Eingangsparty, die wir da hatten, hat mir dann einer, der hatte schon ein paar Bier zu viel, aber es war großartig, hat mir dann das Versprechen abgenommen, dass ich, egal ob Sieg oder Niederlage, immer bei ihnen in der Ecke vorbeikomme und abklatsche. Und das hat mich so berührt, dass einfach da so viele Menschen wirklich caren, ne, dass es ihnen wichtig ist. Und wie ich es ja schon in der Purple Hell gesehen habe und natürlich auch in Kommentaren schon gelesen habe, ist es den Menschen da richtig wichtig. Ne? Die Galaxy ist ja auch so ein Urgestein, ne, wenn man mal zurückdenkt, auch an die NFL Europe. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden Fan und werde, soweit es eben immer geht, natürlich Hallo sagen, abklatschen, was auch immer, wenn Fragen kommen, die auch gerne beantworten. Ne? Natürlich, während dem Spiel ist es da ein bisschen tricky, ne? Bitte nehmt mir das nicht übel, wenn ich da keine Fragen beantworte, aber da habe ich ein paar andere Aufgaben und während der Saison ist natürlich auch immer ein bisschen stressig, aber der Football lebt ja von den Fans und das ist mir immer so wichtig, dass die auch wissen, dass das wichtig ist, was da passiert. Wenn die Defense auf dem Feld ist und die Stimmung kocht in der Bude, als gegnerischer Offense-Coordinator konnte ich einfach aus der Vergangenheit sagen, scheiße, ne? Wenn du dich nicht so ausdrücken kannst, kommunizieren kannst. Also hoffe ich, dass da richtig Stimmung ist und soweit ich irgendwie kann, bin ich auch immer
für Gespräche da oder als, naja, ich will jetzt nicht sagen Ansprechpartner für gewisse Themen, aber ich freue mich auf Austausch und viel Energie im Stadion. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Vielleicht ist da auch interessant zu hören und jetzt lernen wir mal den Frank Rose auch ein bisschen privat kennen, außerhalb des Footballs. Erzähl doch mal den Leuten da draußen, was du sonst machst, weil das hat auch viel mit Menschen zu tun und du hast gerade gesagt, du probierst Leute zu berühren und Leute zu verstehen und ihnen auch ein bisschen ja, persönlich zu helfen. Erzähl doch mal, mit was du dein Geld außerhalb des Footballs verdienst, weil ich glaube tatsächlich, das lässt auch sehr, sehr tief blicken, was der Frank Rosa so als Mensch oder was ihn da auch ausmacht. Ja, das auf die Frage habe ich natürlich gehofft, ne, weil das ist wirklich auch so eine Herzenssache, wenn man einfach genau weiß, man macht die Dinge, die man tut. Das eine ist Football-Coachen und das andere hat mit Atmung zu tun. Ne? In dem Sinn können wir gleich mal einen tiefen Atemzug nehmen, ne? Und einfach mal entspannen. Aber ich bin Breathwork-Coach. Das heißt, in meinem Yin, dem Atmen, versuche ich Menschen wirklich dabei zu helfen, mal Stress loszulassen und natürlich auch gewisse Themen zu bearbeiten, im Football-Kontext natürlich mit den Athleten auch zu besprechen. Hey, wie atmet man denn richtig? Ich versuche jetzt diese Show nicht über Breathwork nur zu machen, weil über die Atmung kann ich auch stundenlang reden. Denn die Art, wie du atmest, beeinflusst, wie es dir geht. Ne? Flaches und schnelles Atmen führt zu Stress, tiefes und langsames Atmen zur Entspannung. Und als Breathwork-Coach mache ich da eben verschiedene Atemtechniken mit Menschen, wo man wirklich auch mal loslassen kann. Das nenne ich mein Yin. Ne? Und wenn man den Begriff kennt, mein Yang ist das American Football, wo einfach moderne Gladiatoren ineinander krachen. Und diese beiden Sachen zu kombinieren, ist unfassbar cool. Und da durfte ich ja auch schon mit der Frankfurt Galaxy in der Vergangenheit, allein schon diese Saison, zwei Breathwork-Sessions geben. Ja. Einmal im Camp bei der Vorbereitung und dann einmal beim Halbfinale. Und das war unfassbar cool, dass natürlich der Coach Kösling mir da das Vertrauen auch ausspricht. Und dann aber auch zu sehen, was da für Emotionen hochgekommen sind. Also großartig. Ich will nicht zu viele Details vermitteln, aber wenn da einfach mal ein ganzes Footballteam am Boden liegt und schreit und wirklich mal so diese Urkraft rauslässt und danach einfach Fokus klar und in einem Let's-Go-Modus ist, ist das unfassbar kraftvoll. Das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das nur aus der Bundeswehr. Wenn wir da alle mal zusammen geschrien haben, da... Da wollte einfach nicht stehen so. Und das, da rede ich dann von irgendwelchen 18-Jährigen, die da gerade von der Schule kamen. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Also ich hatte das Glück, da mitzumachen. Und es war absolut ein Erlebnis, was die Mannschaft auch auf ein anderes Level gebracht hat. Nicht sportlich, aber von der menschlichen und der Teamchemie war das brutal. Und das ist ja eines unserer Steckenpferde, die Teamchemie. Absolut. Erste Frage, was heißt, naja, Frage aus dem Chat würde ich jetzt das jetzt nicht wirklich nennen, aber um dem Chat nochmal die Sicherheit zu geben, am 9.12. können wir dich auf jeden Fall hier in Frankfurt begrüßen. Ist das? Da bin ich am Start. Am Tryout, ja, genau. Da haben wir das auf jeden Fall schon mal und entsprechende Sicherheit nochmal. Meet Frank Rosa. Meet and greet mit Frank Rosa. Wir werden das heute verlosen. Davon weiß er noch nichts, wir werden es tun. Muss ich das auch zahlen oder geht es dann auf die Galaxy? Ne? Geht auf meinen Nacken. Oh, können wir normales Deutsch reden, bitte? Das ist ja anstrengend. Okay, aber lass uns doch mal zurück zum Football kommen. Und da waren auch die ersten Fragen zur neuen Saison. Es war allgemein bekannt und es war ein großes Thema der letzten Saison. Wie sieht es mit der Kaderzusammenstellung aus und vor allem, wie schaut es aus mit der O-Line? Ja. Das ist das, was ganz viele Leute da draußen interessiert. Kannst du da vielleicht schon mal ein paar Einblicke geben, wie sieht da die Planung aus? Kann ich. Ne? Ich kann natürlich keine Namen, keine Details nennen. Für mich eigentlich die größte Herzensangelegenheit ist, die Leute, die da sind, zu halten.
Das ist mir so unfassbar wichtig. Na, natürlich führen wir da Gespräche und schauen, dass das alles auch so passt. Aber da sind jetzt Spieler, die schon seit Jahren Gas geben. Ein paar haben ja aufgehört. Ne? Und das ist ja immer so der Prozess, der einfach passiert. Aber die Jungs, die jetzt letztes Jahr dabei waren, würde ich auch wirklich gerne halten wollen. Und da führen wir Gespräche. Und dann sind wir natürlich auch mit vielen anderen Spielern im Gespräch. Und das ist immer so eine spannende Phase, ne? Weil man sieht keine neuen Meldungen. Man fragt sich, passiert da überhaupt was? Ich kann euch sagen, dass der Coach Kösling und ich fast täglich telefonieren und wir da wirklich dran sind. Also vor allem, was Coach Kösling da macht, der Thomas gibt einfach so viel Gas. Ich frage mich manchmal, ob sein Tag 42 Stunden hat, ne? Weil der wirklich richtig, richtig viel, wenn ich ihn frage, und konntest du mit dem schon sprechen? Ja, ich habe mit dem gesprochen, ich habe da gesprochen, ich habe hier gesprochen. Unfassbar cool. Und das passiert so im Hintergrund, ne? Und das kann ich dann verstehen, wenn man da keine neuen Infos auch kriegt, sondern vielleicht eher mithört, was bei anderen passiert, dass man erstmal denkt, hey, machen die überhaupt was? Ja, wir sind voll dran, wir sind voll im Business. Und wenn das so weiterläuft, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Ja, ist natürlich schade, dass ich jetzt keine Namen rausschmeißen kann und alles Mögliche, ne? Aber ein bisschen Spannung muss ich ja auch aufbauen hier. Die wollen wir ja auch in der Purple Lounge verkünden, von daher passt das zu unserem Gesamtkonzept. Bin auch sehr von zufrieden. Daher alles richtig beantwortet, sehr, sehr gut. Sehr Dank. Sehr gut. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du bist bemüht, ich sag mal, dein Playcalling so zu gestalten, dass du die Stärken der Spieler einsetzt. Jetzt kann man sagen, ja, das erzählt ja jeder Offense-Coordinator. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Was ist denn dein favorisiertes oder deine favorisierten Plays? Sagst du eher, hier, wir werden nächstes Jahr, vorausgesetzt, wir haben das Material, das Spielermaterial dazu, den Ball eher durch die Luft bewegen, oder bist du auch jemand, der sagt, ey, solides Running Game ist auch sexy? Das ist so eine coole Frage und da möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, dass ich inzwischen gehe ich immer in eine Saison rein und sage, ich wäre gern balanced. Also bedeutet genauso viel Prozent Run wie Pass. 50-50, dass man halt nicht so leicht ausrechenbar ist. Aber dann gibt es natürlich immer Spiele, wo vielleicht der Receiver XY super gut drauf ist. Naja, dann sollten wir Wege finden, ihm oft den Ball zu geben. Vielleicht im nächsten Spiel ist einfach die O-Line so on fire und das Laufspiel funktioniert. Dann sollten wir den Lauf callen. Und deswegen versuche ich da immer balanced zu sein. Und das war ich auch am Anfang meiner Coaching-Karriere eben nicht. Weil da hat mich noch, ich habe selber Quarterback gespielt, ne, haben wir ja schon gehört. Und deswegen wollte ich so viel wie möglich den Ball passen. Bis dann eben der Eugen Kremser, der gute Freund von mir und Coach auch gesagt hat, hey, hör mal auf, wie ein Quarterback zu denken, sondern fang mal an zu denken wie ein Offense-Coordinator. Und ein Offense-Coordinator macht natürlich im besten Fall das, was funktioniert. Ne? Und das ist ja immer so die Kunst, das rauszukriegen. Und deswegen ist auch hier wieder der Plan, wir gehen so balanced wie möglich in jedes Spiel rein. Aber wenn wir ganz klare Stärken und Schwächen sehen, dann wollen wir die natürlich attackieren. Wenn wir zum Beispiel eine Schwäche im Backfield sehen, bei den DBs, bei den Safeties und Cornerbacks, dann wollen wir da natürlich vielleicht eher passlastiger sein. Wenn wir jetzt im nächsten Spiel beim Gegner sehen, hey, da werden wir mit der O-Line wahrscheinlich hier an der Seite dominieren, dann greifen wir genau da an. Und das ist ja das Schöne im Football, nachdem ja alle Tape schauen, also das Spiel analysieren, dann wissen das ja auch die Gegner, wo ihre Stärken und Schwächen sind, gehen ja wahrscheinlich davon aus, dass wir dort angreifen werden. Und jetzt ist dann wieder mein Part, okay, machen wir das jetzt dann auch oder dann doch nicht? Ne? Und das ist so dieses Spielchen im Football, was ja so großartig ist. Aber um es kurz zu machen, so balanced, so ausgeglichen wie möglich. Aber natürlich werden wir so gut wie möglich auch reagieren und die Schwächen der gegnerischen Defense attackieren. Wenn wir jetzt, war es eine diplomatische Antwort, oder? Ja, sehr. wenn wir jetzt uns nochmal auf die, oder wir nehmen an, dass der Gegner jetzt Probleme hinten jetzt mit den DBs zum Beispiel hat. Das heißt, wir von dem bereits bekannten starken Arm von Luke entsprechend auch profitieren können. Hat mich auf jeden Fall noch eine Frage von Marc, viele Grüße daher nochmal, erreicht, wie es bei der Receiver-Position aussieht. Haben wir
da, das heißt wir, also wir als große lila Familie, aber speziell du als OC, hast du da an der Position vielleicht das eine oder andere, was du dir wünschst, beziehungsweise vielleicht die eine oder andere Position oder Person, an der du tatsächlich dran bist? Kann ich kurz mit Ja beantworten, aber auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ja schon so viele gute Receiver das lilane Trikot schon tragen. Also unfassbar, wenn ich da einfach hinschaue, ein paar Jungs kenne ich ja sogar selber noch, zum Beispiel die Schumm-Brüder durfte ich ja 2020 mal coachen in Ingolstadt. Das war ja dann das Corona-Jahr, wo man dann natürlich leider keine Saison hatte. Die kenne ich ja schon. Ne? Und das ist einfach so schön, auch wieder diese familiären Gesichter zu sehen. Ne? Also da sind schon ganz großartige Jungs. Mit ein, zwei ist man natürlich noch im Gespräch. Aber da muss man halt schauen, dass das auch passt. Ne? Das muss einfach im Gesamtbild auch wirklich passen und dass jeder sich dann auch da wohlfühlt. Aber es sind großartige Jungs da und da freue ich mich schon richtig drauf, mit denen Gas zu geben. Das heißt dann auch hier wieder auch großer Fokus auf bereits bestehende Personen, wie du auch eingangs schon gesagt hast. Genau. Aber vielleicht, wenn wir gerade schon bei den Schumm-Brüdern sind und du sie auch schon mal gecoacht hast, wie findest du gerade deren Entwicklung? Also ich fand die Entwicklung klasse, Chat fand sie auch klasse. Flo, ist jetzt einfach mal, ich weiß nicht, fandst du auch klasse? Ich hoffe, du fandst sie auch klasse. Ja. Ja. Also gut. Mir fallen da ein paar Plays ein aus der letzten Saison und ganz besonders Niklas hat überragende, nein, beide eigentlich, also auch Norm, was sie für einen Zug zur Endzone haben, war letztes Jahr schon sehr, sehr brutal und ich glaube, aus den zwei Jungs kann man noch viel, viel mehr rausholen und da schlummert auch fast ein Wortspiel, Schumm. Oh Gott, wir lassen, wow. Du machst genauso Wortwitze wie Niklas. Aber jetzt mal wieder zurück zu unserem Gast. Wie fandest du die Entwicklung von den beiden? Oder hast du sie verfolgen können, neben deinem normalen Coaching, das du noch hattest? Konnte ich natürlich. Ne? Ich habe die beiden Jungs ja noch von 2020 in Erinnerung und hatte jetzt vor einem der NFL-Games auch einfach mal so eine kleine Throwing-Session. Ne? Habe dann privates Training gegeben in Frankfurt und da konnte ich die beiden Jungs auch mal wieder sehen. Ne? Und das war einfach richtig cool, wie ja, sie auch ein bisschen, naja, in allem, was sie tun, einfach konstanter geworden sind. Sei es Route-Running, das Catching war am Anfang kurz eingerostet, aber dann war der Rost wieder weg und dann ging das auch. Ne? Sorry, ich bin einfach ein ehrlicher Typ, das will ich einfach direkt so sagen. Aber dann war es cool zu sehen, wie dann sofort wieder der Game-Mode dran war. Und das war fast schon so, okay, hätten wir jetzt quasi direkt die Saisonvorbereitung mit Camps, okay, wären die schon ready. Ne? Das war richtig, richtig cool, das zu sehen. Und da bin ich sehr happy, weil ich nur so eine kurze Zeit hatte, bis dann die Saison quasi offiziell abgesagt wurde. Und aber letztes Jahr war ich ja mit Köln auch zweimal gegen Frankfurt am Start und da konnte man schon auch was sehen. Ja, würde ich mal sagen, also letztes Jahr war, wir waren da. Warte mal, letztes Jahr war ich doch, letztes Jahr, ich kann mich an das Spiel in Köln erinnern. Kannst du dich noch erinnern? Das ist eine ernst gemeinte Frage, weil ich habe gehört, gegeben. Nee, also ja, aber das war dieses Jahr, aber da war ich nicht dabei. Aber letztes Jahr war ich tatsächlich dabei und habe ich mich an dem Zaun von euch so eine schöne Jesusnarbe in der Hand zugezogen, weil ich einmal zu fest zugepackt habe und dann diese Stachel da drin hatte und dann mich mit Kevin dann noch zusammen dann auf den Zaun. Ah, war gut. Also Grüße gehen von meiner Seite auf jeden Fall raus in die Legion. Geile Jungs und Mädels. Macht jedes Mal wieder Spaß, wenn die da sind. Die sind großartig, ne? Die sind echt großartig. Also ja. Einfach nur top. Aber ich erinnere mich nicht mehr so sehr an das Spiel, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was da alles so war, ne? Aber lass uns einfach weitergehen zum nächsten Thema und das passt dann, ne? Das können wir gerne machen. So, wie ist deine nächste Planung? Wir haben immer noch ein Tippspiel. Und bevor wir unseren zweiten Gast reinholen werden, sprich Luke. Ja. Müssen wir das Tippspiel vorher machen, weil technisch können wir immer nur zwei Gäste online dabei haben. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wenn uns die Regie einfach mal ganz kurz sagen würde, wen wir ins Tippspiel holen, dann können wir das nämlich vorher machen.
Okay, dann machen wir das so. Die Regie sagt gerade, wir brauchen sind gerade noch im Auswahlverfahren und machen das dann einfach dahinter. Frank hat gesagt, er hat heute Abend nichts mehr vor, von daher haben wir Zeit. Das ist gut. Aktuell sind wir nicht in der Saison, das heißt, es ist auch kein Special Teams Training mehr. Genau. Um 21 Uhr, von daher passt das. Sehr gut. Ich habe mir die Zeit gemerkt. Ne? Gar kein Thema. Aber wenn wir jetzt schon dann über Luke sprechen, können wir ja ganz kurz mit dir schon drüber sprechen. Inwiefern warst du denn in den Prozess mit Luke eingebunden? Und wie kam die Connection oder hat Coach K einfach gesagt, Luke wird unser Quarterback und jetzt arbeite mit ihm? Also ganz so war es natürlich nicht mit Coach K. Ne? Er hat mich natürlich in den ganzen Prozess mit reingenommen, was auch eine coole Sache ist, wenn man als Offense Coordinator in Prozesse mit reingenommen wird, die die Offense betreffen. Und da sind natürlich gewisse Gespräche im Hintergrund schon geführt worden und gewisse Situationen auch passiert. Und ich will da auch gar nicht zu viel sagen. Ne? Möchte ich auch wirklich gewisse Sachen einfach wahren. Aber dann war einfach die Frage im Raum, passt es für dich? Und ob wir da einen Wechsel vornehmen? Und dann habe ich auch gesagt, ja. Und dann haben wir auch wirklich Dinge genau besprochen. Und ich finde, den Weg, den wir einschlagen, da bin ich dahinter. Und das ist jetzt der Weg. Und mit Luke haben wir dann einen Mann gefunden, wo der Kontakt mit ihm und Coach K auch schon lange besteht. Witzig ist, dass ich den Luke auch schon lange kenne. Also er war ja mal in Kirchdorf bei den Wildcats. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Da habe ich nicht mit ihm zusammengearbeitet. Aber das war dann witzig, wo der Name gefallen ist, dass ich da auch schon eine Connection dazu hatte. Und ich hatte ihn ja auch, ich war ja dieses Jahr bei den Raiders als Running Back Coach und Breathwork Coach, Mental Coach mit dabei. Und da durften wir ja gegen Luke Zaratka auch antreten. Ja. Und ich glaube, wir sind 5-mal an ihm abgeprallt, weil wir ihn nicht sacken konnten, weil er einfach stabil in der Pocket steht. Und das ist eine Geschichte, die ich fast schon vergessen hatte. Aber das war wirklich krass, weil wir hätten aus dem Game locker mit 5, 6, 7 Sacks mehr rausgehen können. Wahrscheinlich übertreibe ich ein bisschen, aber 5 waren es definitiv. Aber die haben wir nicht gemacht, weil er einfach stabil genug war und dann die Leute abgeschüttelt hat. Und natürlich, sein Wurfarm ist sehr beeindruckend und das in der Kombination war dann eben auch die Entscheidung, dass wir dann mit ihm als Nachfolger weitergehen. Genau. Okay. Interessant, wie die Connection zustande kommt. Ja, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn es dann wieder heißt, ja, und dann in dem und dem Zeitalter habe ich mit dem und dem trainiert oder mit dem und dem schon mal Kontakte gehabt. Ich finde, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie eure Adressbücher aussehen müssen. Die müssen ja, pflegt ihr die? Habt ihr die farblich markiert? Also ich bin bei mir schon maximal überfordert, wenn es irgendwie heißt, ja, übrigens Charlie, und dann kriege ich irgendeine Nummer angezeigt, denk mir so, wer bist du? Wie macht ihr, ich habe keine Ahnung. Ja, ich es ist ja tatsächlich so, dass wir auch viel Zeit miteinander verbringen. Ist ja nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie... Ne? Wann hast du denn dann nochmal Privatleben? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema und das will ich heute Abend hier nicht ausführen, weil sonst habe ich vielleicht heute Abend noch mal ein Gespräch. Okay. Sonst können wir heute Abend gleich eine Runde atmen, um ein bisschen Stress und Emotionen hier loszulassen. Ne? Ja, dann pegeln wir aber, glaube ich, ein bisschen über. Ich glaube, das ist die Regie und sauer. Nee, es ist es ist tatsächlich so. Ne? Also diese Football Familie, obwohl man in ganz Deutschland irgendwie verstreut ist, hat man sich irgendwo über die Zeit mal gesehen, hat gegeneinander gespielt, miteinander gespielt. Ja. Und so sind diese Kontakte einfach entstanden und über eine Zeit, ja, man verliert sich ja irgendwie auch nicht aus den Augen. Ja. Und das ist eigentlich das... 20 Jahre später sitzen wir hier in der Purple Lounge. So sieht's aus, genau. So, jetzt sagt die Regie, wir müssen eine ganz, ganz kurze Pause mit dir machen, Frank, um eine neue Verbindung aufzubauen, damit wir Luke dazu holen können. Und sind dann gleich wieder mit dir zurück auch. Ja. So habe ich es jetzt aus der Regie verstanden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wunderbar. Das ist korrekt. Daumen nach oben. Dann sage ich bis gleich, Frank. Wir verbinden quasi jetzt neu. Und da ist er weg. Da ist auch schon weg. Da ist er weg. Charlie, dein erster Eindruck. Ich glaube, ich würde mich da dem Chat anschließen. Sehr sympathisch,
für mich ist natürlich, ja klar, ist der erste Eindruck und wir reden hier gerade über also übers Internet mit jemandem, den ich noch nicht kennengelernt habe, aber ja, ich glaube, die nächsten Tage, nächsten Wochen werden da auf jeden Fall einiges zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, positiv gespannt. Und ja, also ich sag's mal so, ich glaube, einen guten persönlichen Eindruck von Coaches hatte ich immer dann, wenn sie hier in der Show wirklich auch waren, so als Person. Und ich glaube, das würde ich aktuell noch auf Halde legen. Hätte es aber auf jeden Fall sehr gerne, dass wir ihn auch mal hier in Persona begrüßen dürfen, wahrscheinlich dann eher während der Saison. Und ja, bis dahin kann ich mich erstmal nur den Chat anschließen. Erstmal eine sehr sympathische Persönlichkeit. Das freut mich doch sehr. Und für euch da draußen die erste Gelegenheit, ihn in Person kennenzulernen. Du hast vorhin gesagt, ja. 9.12. beim Tryout. Ich kann nur so viel sagen, wir haben eine Menge Anmeldungen. Es wird ein volles Feld. Das ist gut. Und es wird ein großer, langer Tag. Und ich bin selbst mega gespannt, was für Spieler sich dort präsentieren werden. Das ist gut. Also das heißt, du wurdest jetzt auch komplett aus der Planung rausgelassen. Klingt gerade so ein bisschen so. Naja, ich sag mal so, ich werde geupdatet mit den Excel-Listen, okay. Wenn sich die Spieler anmelden. Es sind viele Namen, die mir. Mit wem so hast du sagen. Schon, mit wem hast, also nicht mit wem, aber mit wie vielen Leuten davon hast du schon gecoacht? Mit wie vielen Leuten warst du schon mal in irgendeiner Nationalmannschaft? In irgendeiner anderen Team? oder hast du irgendwie mal den Football hinten bei dir im Rasen irgendwie zwischendrin geworfen? Tatsächlich muss ich sagen, es sind mir ziemlich viele unbekannte Namen dabei. Ich glaube es ja nicht. Also wird das auch sehr, sehr viel, wie sagt man, Neuland? Heißt bei dir ziemlich viel 10? Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Jetzt nagel mich bitte nicht auf eine Zahl fest. Ich bin selbst gespannt und ich hoffe tatsächlich, dass wir da den einen oder anderen Spieler finden, wo wir dann am Ende sagen, ey krass, wo war der denn die ganze Zeit? Wo war er die ganze Zeit? Warum war er nicht schon länger bei uns? Von daher, ich bin echt gespannt. Und nochmal an euch. Ich weiß, 9.12. ist es tendenziell eher ein bisschen kalt, aber kommt raus, sagt Hallo. Ihr kennt mich, ich bin immer für ein Schwätzchen gut. Aber weil wenn du so viel Zeit haben wirst. Ja, danach, davor, immer. Aber da war die Frage letzte Woche, habt ihr Bock, dass wir vom Tryout Livestream. Ja, und da war auch meine Frage, hast du eine Ahnung, wer an diesem Tag Zeit haben wird? Ja, ich habe tatsächlich jemanden organisiert. Okay. Also wenn ihr tatsächlich Bock drauf habt, ich weiß, ihr habt eure Weihnachtsfeier an dem Tag. Ja, ich muss das, also. Ich weiß es. Und vielleicht, ich habe gehört, ihr habt gutes Essen und gutes Trinken. Ja. Vom Trainingsplatz nach Bad Homburg ist es ja nicht weit. Ja. Vielleicht sage ich da einfach mal hier Hallo. Das ist auch okay. Und überreicht die Turnbeutel, die hier übrigens noch lagern. Ja. Ne? Und, das ist jetzt Teil von unserer Agenda tatsächlich. Das haben wir jetzt am Wochenende einfach mal beschlossen. Ah ja. Dann ich habe. Nadine sagt das nicht so direkt. Der trinkt uns noch alles weg. Nein, tue ich nicht. Ja, ich muss ja auch noch nach Hause kommen. Ja, von klar. Daher. Du mit deiner Kerbebursche-Manier hier. Kommt die raus. Faschingsverein ist es. Faschingsverein. Ja, Potato, Faschingsverein. Potato. Aber gut. Wir haben das Zeichen bekommen aus der Regie. Wir sind ready. Wir haben ein bisschen überbrückt und. Haben gar nicht gemerkt. Bam. Ja. Und einfach reingeworfen worden. Sehr gut. Also, keine schöne Überleitung, sondern direkt in die Unterhaltung mit unserem OC und unserem neuen QB. Und darüber wechseln wir jetzt ins Englische, also für die Leute unter euch, die vielleicht die ein oder andere Übersetzung dann doch nochmal wollen, schreibt das bitte rein. Wir versuchen zumindest ab und zu mal reinzugucken und zu lesen und das entsprechend zu übersetzen. Welcome to the show and stage welcome to the Frankfurt Galaxy, Luke. Nice to have you on the show. Hello. Hello, hello. Thank you for having me on here and I'm
ecstatic to be a part of the 24th Galaxy. So that's the first real interview you've given to out to the Frankfurt Galaxy fans. So thank you for having for your time. Because right now you're not in Germany, right? No, I'm back home in New York. Coming to Germany, I guess, sometime in April, and really looking forward to coming. So I can't wait. Nice, sounds good. And I have to say a warm welcome to NU69, as we call our city here. And you might, I don't know, have you heard of our entry song? I don't recall, to be honest, no. Okay. Obviously playing against Frankfurt twice, but I don't remember the entry song. Yeah, no problem. But I think you will get familiar with that song. 100%. So, welcome to Frankfurt. Welcome to the Purple Isle. Welcome, to the Purple Lounge. Luke, so it's been a week now since the Galaxy announced you as a new quarterback. Give us a little roundup about the week. How many messages did you arrive and how many new friends via Facebook and Instagram you got? A lot. To be honest, it's been a whirlwind of a week. A lot of, welcomes from different players, coaches, fans, especially. So a lot of friend requests, a lot of follows. And again, I can't wait to, come to Frankfurt and get to meet everyone in person. I think, getting to meet people in person is amazing. And, getting to put a name to a face in real life is great. And I can't wait to see all the support that we'll get this year in Frankfurt. And I can't wait to be, joining my teammates and playing in front of the Purple Hell. So that's going to be, a great, great experience. So talking about the Purple Hell, you mentioned you already played twice in the Purple Hell. Give us a little information about those two games you played in Frankfurt. So, and how did you like it over here? A lot of noise, full crowd, which is amazing. When you're the home team, obviously, being a part of the away team and you play in front of a full crowd, it's really, really loud. You got to think of ways to communicate to teammates on the field since, the crowd makes a lot of noise. So just that, I'll be on the other side of it now, which will be nice. I get to hear a lot of cheering, not like people, trying to make noise to distract you. So that'll be great. But Frankfurt is a great environment. I enjoyed both my times being there, like the pregame setup with all like the different, fans going around the pregame area, tailgate and whatnot is amazing to see. Just because, I wasn't used to seeing that, maybe from where I played beforehand. Now I'll be able to see that, at least six times this year. So, it's going to be an amazing experience. And again, I can't wait to come to Frankfurt and meet all you guys. Sounds good. Maybe I got one question of a friend of a fan. What was your decision process coming to Frankfurt? So triggered the decision, okay, I want to see something new, or was it like that you just tried to get a new perspective inside the league or as a quarterback in general? So, fun fact, I've been in contact with Coach Kosling since 2017 from the first time I played in Frankfurt. Back when 17. Frankfurt was in the... Yes, we played against Frankfurt in the Big Six tournament when they were... The universe. Oh yeah, I know that. I played game. Against him too. Oh gosh, you again. So, thanks. He's kind of been on my radar, just messaging me every year more or less until recently when the Frankfurt Galaxy joined the ELF. Mm. So after last year, I just thought I've been in Milan for 7 years. I've given them my all. They've treated me like family. I thought maybe this point in my career it was. Time to move on and try, a new experience. So, got in contact again with Coach Kosling and, decided that Frankfurt would be the right fit for me. Again, I think part of the reason why I wanted to go there was just the great environment that the city, the city has and the fans there in Frankfurt, players. I think Coach Kosling's a great coach. Coach Frank Roser, obviously,
Can't wait to get you gotta say that now. Of course, he's on the call, right? No, just, you know, I actually know Coach Frank from 2013, from when I played in Kirchdorf. So our history goes back a long time, and, you know, we've been in touch since then. So it's, you know, almost 10 years. Nice to, you know, come full circle. And I think it all just kind of like all aligned with each other. And just me being a part of the Frankfurt Galaxy seemed like it was destined for me. And, yeah, I just wanted to, you know, give myself, you know, a new opportunity. And I think that the Frankfurt Galaxy gives me a great chance to compete for our championship. So that's kind of, you know, part of the process of why I wanted to be a part of the Galaxy. Yes. Sounds good. So since you mentioned now you know Coach Frank for a couple of years, what do you expect out of his offensive play calls for you as a quarterback? I mean, are you in contact with him, and are you talking about playbooks already? Are you talking about players and teammates already? Give us a little roundup about your relationship. So we've definitely had, you know, a couple of intro calls talking about what kind of personnel we're going to have this year in Frankfurt, talking about, you know, which plays he likes, what plays I like running, trying to work together and be collaborative. I think that's something very important that Coach Frank has, you know, shown me, that he wants to work together and not just him saying what I have to do, which is amazing, because I think as a quarterback, you need to feel comfortable in the system yourself and not just saying, all right, this is what we have to do, A, B, and C. And if you're not good at it, then, like, you're not the guy. It's more about, you know, working together and trying to, you know, see what fits you and what fits the team and the different personnel we have. And I think we're going to, you know, moving forward, we'll be talking frequently about, you know, putting in the playbook that we want to use this season, and as well as, you know, the players that we'll have available for us this year as well, and, you know, putting everyone in the best position to succeed. Okay. And if you look back at this season, I don't know, are you familiar with our wide receiver squad or with our receiver squad in general? Yeah, I definitely recall a couple of our receivers that were on the team last year. I think Nico went for like 4 touchdowns and like 175 yards against us the first game, number 19. So you definitely remember that. Then, of course, a couple other receivers. Obviously, I played with Reese Horn back in the day when I was on the Seamen back in 2017. Oh, yeah. Yeah, so you. I know him. Again, I'm not sure what the plan is for who will be there next year when I'm there. So I can't really talk about everyone because I don't know who has signed yet and who hasn't. But there are definitely a lot of receivers on the team that, you know, bring high play capability. And that's something that you always look forward to as being a quarterback. So I can't wait to getting there and getting to work with my guys, you know, this year, and doing some great things on the field. So you mentioned you played in Europe now for several years. So for an American import, it's you know, it's, you didn't hear that much that a guy from the States is playing for a franchise for such a long time. What does it make it for you, or special for you to play over here in Europe? To be completely honest, you know, playing in college is a great thing. I personally didn't get to start ever in college, and I never wanted to end my career in that way. And I decided, you know, maybe I try something overseas. And I started in Kirchdorf, and then after that, I was able to build up some more tape and had a great experience there. And then I just wanted to continue that. And you know, in the blink of an eye, 10 years have passed, and, you know, I got to play in so many different countries. I got to represent Team Italy with the national team, and just, like, I was able to build a career for myself over here, overseas, and it's something that I'm really thankful for, given the opportunity, and just continuing to, you know, play is, like, you know, it's every kid's dream to play professionally, and I've been fortunate enough to do that for the last 10 years, so, again, I'm in really, really happy for the people that have given me opportunities to play and be a part of their franchise. And, you know, Frankfurt's next, and they're such a storied franchise, you know, being part of the NFL Europe back when NFL Europe was a thing back in like the 90s and 2000s, early 2000s, and just seeing how, you know, the fans love the team and the city is something that now I get to be a part of, which, you know, I can't wait to, you know, come to Frankfurt and I
feel like the people will, you know, welcome me with open arms. So I'm really looking forward to it. Nice. Sounds good. I've just one question from the chat was I'm not well today, so my brain lacks some English words. The question was, will you come to Frankfurt to be a full-time player? So this will be, or are you working next to your job, next to your job playing here in Frankfurt? So I do have a job, but I'm definitely a full-time player. Playing is my priority. I think I take pride in being very professional and, you know, putting in the time and the effort into everything that has to do with football. And then on my free time, I do work for a company. So it's not that I'm going to be there and, you know, working and then just, oh, I'll come to practice when I have practice. Like, I'm fully committed to the Frankfurt Galaxy, and that's that. Sounds good. Sounds good. So that's a little question for our OC. Mm. Luke saying that he's a full-time football player, quarterback for the franchise. Oh, yeah. How many time are you going to spend with Luke together, sitting in the office watching film, and give us or the audience a little feeling about an work day as a import football player? Yeah, I mean, I told Luke in one of our first calls, it's not going to be too much time. Well, it's going to be a lot time. I'm just joking, Luke, you know, want to lose up here some things. But like, especially as a quarterback, of course, that requires so much, a little bit more understanding of everything, because he's making the calls on the field. And like, I basically give him like everything, every possible tool to make audibles, to change the plays if he has to. And one of the most happiest things to me is like, if I give him a play call and then he sees something different on the field, then he just has the confidence to audible it and then execute that. And I'm the happiest guy, because I'm a part of the offense, as Luke said perfectly. I'm not the man who has to make always the calls. Like, I love the communication, because he's on the field. So my job as offensive coordinator, of course, is to make sure that we have the best possible scenario prepared for, that we have a good play call in there, but also that everybody is ready to adjust to the things that the other team is doing. So with that little speech here, yeah, sure, we will have some extra meetings so we can really make sure we're on the same page. But like, knowing Luke and just talking to him, he's already on it. So I wouldn't be surprised if he comes to the office and already has everything written down and knows what the defense is doing and that stuff. And to me, it's also important that we are really ready mentally, so we can prepare them at practice, the physical aspect, to be ready for it. But a typical work day, well, of course, he has his own job, but I just love the determination that he's like, it's football. When it's football season. So that's why I know he's doing his workouts, his lifting, his stretching or recovery routine to be in the best shape possible. So that's also part of the process. So now for the timeline, as an offense coordinator, well, I'm sitting in the chair, I'm watching that tape. That's what I do. Hopefully I will not forget to stretch in the meantime. But I mean, as a player, that's the difficulty, because he needs to prepare mentally and physically. So we will have some extra meetings, but I love short meetings, quality time. I'm not sitting in meetings to sit in meetings and talk about things over and over again. Let's just make sure we be efficient. Yeah, I hope that answers the question now. Yeah, absolutely. I mean, is it, and that goes for all of you, is it an advantage to have a quarterback with European experience? Because he, you know, we could go out there and sign an American quarterback, having not played in Germany or in Europe before, but now we have a quarterback who got the European experience before. Is that an advantage? If I can answer that, of course, because he has seen like football from the state side, and he understands also the European football aspect, that maybe some guys cannot be there all the time. Of course, we want to have everybody at practice all the time, but well,
sometimes there's a thing called job, there's a thing called family, and sometimes things are coming in the way. And it's good for a quarterback to understand how things in Europe work, and that not everybody grew up with the sport. So there's always a lot of to learn. I have to learn a lot, and that's what I love about this game and life in general. But I think it's a huge advantage, especially Luke has seen the national team in Italy. How cool is that? Like, that's such a good experience. So, yeah, I'll continue with questions I got. Go ahead. Okay, cool. So since you played Frankfurt twice last year, what do you think are the the strengths. You got this. You got this, man. I'm really sorry. This happens. I'm not good. I'm not feeling good. No, but what do you think are the strengths the Frankfurt Galaxy has? I'm going to talk about their defense just because that's the side of the ball that I played against. Obviously. And I would say that they're big, physical, and fast. They play hard. They have a big front that, gets to the quarterback. Obviously, I got to experience a couple of hits here and there from them, so I got to feel that a little bit. And then they obviously, have defenders that, play well in space. I think they put a lot of trust in their DBs. They play a lot of man, so they trust their DBs to, lock the receivers up one-on-one, and they did a good job against us last year in both games. Coach Kosling, I think, is a mastermind on defense. He schemes different things to bring different pressures and give you different looks to try and confuse you. And that's what I'm going to talk about, is the defense. So I think that's their strengths on defense for sure. Their linebacking core was, physical, big enough to stop the run, but also fast enough to play the pass. And, if they had to lock up a slot receiver, they would be there as well and try to, give a hand before, they would pass off that guy to, the safety or whatnot. But I think, to be honest, there was not many weak points on their defense. We knew that, when we played Frankfurt, we had to be on our A game if we wanted a chance, a chance to win the game. And unfortunately, we lost both times against Frankfurt last year. But I guess I can say fortunately now, because I'm part of Frankfurt. So that's a good way to look at it, right? Yeah, definitely is. Ben, what do you think you can bring to Frankfurt? So what are your strengths you can bring to the offense? I think, as Coach Frank said, a lot of experience. I've been in Europe for a long time. I know, experience how to manage a game. I think last year a lot of people just saw, deep passes, and they thought, that's all I do is just throw deep passes. But I think our offense was more vertical-based offense, and we did not run much underneath stuff, crossing stuff. We were more of a push-the-ball-and-try-and-score-now type of offense. Hmm. I think I am capable of, taking what the defense gives me. If it's going to be a hitch, I'll throw, 15 hitches in a row. If they're going to let me throw a hitch, I'm going to throw that, move the ball down the field, and, score points. That's what I want to do, is, score points. This past year, I think I could have improved with my turnovers. I think that's something that was talked about quite often, and I'm someone that likes to confront my mistakes, straight up as a man. So I think I will do a better job of controlling the football and just playing smarter next year. Obviously, taking shots when they're there, but obviously, also playing smarter and, taking control of the football and putting up as many points as possible. Every single time, football is a sport of three phases: offense, defense, and special teams. I control the offense. I try to be a big part of the offense. So I want my guys, those 11 guys, to try and succeed as much as possible. And I want to be the guy to lead those 11 guys and, score as many points as we can and, try and be a face of the Frankfurt Galaxy. Thank you. So personal wise, talking about Luke, are you more like an outgoing, outspoken person, or you're more than a quiet guy? And are you coming to Frankfurt and you want to chat with the fans before the game, after the game, or are you, I'm kind of quiet, I'm concentrating on the game, or what kind of Luke are the fans are going to expect? No, I'm someone that loves to interact with fans. I think the fans make the sport. Obviously, before the game, I might give you a hello. I don't know if I'll get too far in depth in a conversation, as my focus is on the game. But once the clock strikes 0:00 at the end, I'm all about interacting with fans. I like to
take pictures, have a good time, have a chat. You know, that's kind of the person I am. And obviously with the teammates, you know, I want to be the guy to lead by example, but also when the time is right, you know, speak up and, you know, if I need to give a speech or do something like that just to, you know, motivate the guys, I'm here to do that as well. But for sure with the fans, love taking pictures, love interacting and being a part of, like, you know, the good environment and being, not being a fan, but also, like, you know, being one of them as well. I don't want to be like, oh, like, he thinks who he is and he's not going to, you know, interact with us. Like, that's completely wrong. I like to, you know, bring joy to the fans, have a catch with a young kid if he wants to have a catch, you know, take pictures, sign autographs, whatever it is. Like, that's what I like to do and make fans happy. Sounds good. Sounds good for you guys, huh? Yeah. The chat says it. The chat says it. So, I read a couple questions or a couple guesses in the chat. And since you played with Reese Horn, would you like to play with Reese again? Of course. I think Reese is a great athlete. You know, big physical receiver, makes plays. He does a lot of good things on the football field. And if, you know, if that's what the Frankfurt Galaxy wants to do next year and bring him back, I would be more than happy to do so and play with him again. So I pass the question to Frank. Is that a receiver you would like to work with too? I knew that this was coming. I think Reese is a great guy. And of course, like, everything needs to be figured out. But right now we are just like talking and I need to call him personally. We haven't spoken yet. But when I met him, I think he's a great guy, very professionally, very passionate. And obviously he's a damn good football player. And this is what I love about his playing style, that he's like, he can block, he can run, he can catch, make the tough catches. So he's definitely a great player, and I look forward to talk to him. So that's a good answer, but I had to ask. All right. I think I need to address the chat. It's all right. Shoot those questions. So. for a bit. At Sven, sorry, but I don't understand your question. This is why I haven't read it out loud. So if you would be so kind and reframe it, that would be nice. Also da müssen wir nochmal bitte, also deine Frage bitte nochmal stellen, damit wir sie auch hier mit einwerfen können. Wäre super. But maybe if I remember correctly, or if Sven remember correctly, you played flag football in 2022, and so yeah, thanks. Versus the USA. So can you give us a brief glimpse of why flag football? Why turning turn not against but not sticking to tackle football? Well, I played also tackle football for the national team. Flag football was just another sport that I was asked to be a part of and be a part of the Italian national team. And I had the opportunity to do so back in 2016. So I've been doing both tackle and flag since 2016. And then this past year, I think, was kind of when it really blew up just because of the World Games and how we placed as Team Italy. So I think a lot of people saw our team from that specifically. And obviously playing against Team USA in the finals was a great experience. I don't think many people gave us, you know, a chance. Everyone thought that was going to be like a cakewalk for them, that they would win very easily. We played a very well first half. It was 24-24 at halftime. And then it was about not making mistakes. And we made one mistake. They capitalized. And then in the end, they wound up winning by 10 points. So it was a game you knew you had to win. And if you wanted to win, you had to play perfectly. And we were this close to doing so. And then obviously had a little hiccup. And they capitalized. And then they wound up winning by 10 points. But that's my flag football experience, yeah. Okay. Sven got back with the question he specifically had regarding your flag football. He saw you using a small book instead of a typical armrest or armband. So his question was: can we expect you using a small notebook on the field? I don't think so. Not in tackle football. So that book, which has made its rounds on the internet since like
2021, people talking about it. Okay. That's just something that Team Italy has done since I've started playing flag football. They basically have all their plays in this playbook based on formation and type of play. So it's quite easy just to navigate. Like, the coach calls a number, you pull it up on the playbook, and then you show the guys what they're doing, as opposed to having to remember many different plays. Obviously, we didn't use every single play in the playbook, but, you know, it just gives us many options to use to attack a defense. So that's kind of how that playbook evolved. And then okay. I highly doubt I'll be using a playbook of that sort playing like, tackle football. I don't know if it's allowed, but it's not something that I needed because I needed it. It's something that the team has been using for forever. And, you know, I was just the guy to use it, and that it went viral, I guess you could say. It seems like the chat talks about it, and actually they loved it, so. Good to hear. Okay. Nice. So, yeah, I'm just reading the chat, and I'm just wondering, so, because people already, you know, got your little tricks and wrinkles down, so even if you play flag football, that's crazy. Yes, I didn't know that. So, Frank, is there a little notebook you can pass on, or do you use Signal, so what? I like the idea. I will have a book ready on the sideline, so. Great. Are there any questions left, or did we forget anything? No, I think we talked about all the questions we had. Guys, thank you for having you on the show. Thanks for your time. And we're really looking forward to have you on the show in person in a couple of weeks and a couple of months. I know Frank's going to be here in a couple of weeks. And I'm going to invite you guys for further talks and meetings here, because I think we could speak forever. So thank you for your time. I really appreciate that. And I'm really looking forward to get to work with you guys. So thank you. Yeah, thank you so much. Thanks for having me on the show. I look forward to coming there in person and getting to, you know, talking in person on that nice couch over there. And yeah, I look forward to getting to Frankfurt and seeing all the Purple family over there. And okay. We got couple more questions. I don't know. The last questions for that night. Yeah, if you want to do that. But we have to do that because the fans are really, you know, they're waiting for it. And it's a little galactic thing here. And those questions are kind of special. Actually, they told me we need something new for the new season. So I don't know why we are continuing with that with the question. Because the people are they're I'm just cheering for it. I'm just saying. You're supposed to ask him. I'm just saying, this is why I do what I do. There's the new question. Okay, it's a superhero kind of. What's your? Okay, your, we go with the superheroes. Idol. Okay, then let's continue with the superheroes. Okay, let's go with the superheroes and your. So, what is your favorite superhero? Coach Frank, you want to answer that? Of course. I love this question. And I thought about it a lot in the past. So now if I have to cut it down, there, every superhero has his own thing, right? I mean, how cool is it to be Hulk? Like, you can just, like, do whatever you want and nobody can harm you. That's great. Obviously, the best answer is probably Superman, because you can do it all, but it's too perfect. So I come down with Captain America. Oh. Oh, okay. I mean, I know that this answer is not people are like, they're waiting for this answer, and then it's like Captain America, they're like, oh okay. Yeah. But, I mean, well, he's the man. He's always doing the right thing. So, in my opinion, he's the man. So, the one. Nice. Okay. I don't know. I think I'm I like the Batman aspect of superheroes. Yeah. Mm-hmm. So being rich, which is a superpower. I guess if that's the superpower, yeah, but saving this. It is. All right, the questions we have to ask, or the if you want to ask them, yeah. No, we're going ahead and ask those questions when we have you guys on the show.
and you guys sitting on the couch. So we're going to keep those for ourselves right now and let you guys go to sleep now, Frank. Oh, and I guess Luke got to work now. So we still have a tipspiel. I don't know. Tipspiel müssen wir auch noch machen. Yeah. So. Yeah, but we have Frank, to. Frank, you can't go to sleep. Sorry. Frank can't go to sleep because he got to do our little game here. But Luke, thank you for your time, and we're really looking forward. Is there a timetable for you to arrive in Frankfurt yet? I don't think there's a definitive timetable, but I do believe sometime in April I'll be there, just because they're trying to, I guess, wait for the league to say when Americans can start practicing with the team. And then I guess they'll bring me out there maybe a few days beforehand. This way I can get my physical done and do all the other that type of stuff, and then obviously, you know, start practicing when I can do that. All right. So many thanks, and we're looking forward to see you. Yeah. Yeah. Thank you. Thanks for having you. Me. Thank you. All right. Talk to you later. Bye. Frank, dich brauchen wir noch einen Moment. Yep. Wir müssen. Und wir müssen dich ganz kurz dann auch wieder rauswerfen wahrscheinlich, weil da ist er raus. Wir müssen jetzt wieder die zweite Leitung wieder aufbauen. Genau. Und dann müssen wir schnell durch unser Tippspiel rennen heute. Ja, das ist, dann fangen wir jetzt schon mal an mit dem Aufbau. So. Dann fangen wir mit dem Aufbau an. Wir müssen nämlich heute das Spiel heute Nacht nämlich noch tippen. Ja. Und heute Abend gibt es einen Knaller. Weniger diskutieren, mehr Namen. Eagles gegen die Chiefs. Oh, nice. Okay. Ah, sag ich ja. Ja. Weiter. Ja, komm, nicht so, nee. Was geht denn jetzt hier gerade ab? Wer redet mit uns? Das ist mir wurscht, wir machen jetzt hier wer weiter. Wer redet mit uns? Das war ein bisschen creepy gerade. Ja, zum Hintergrund. Trotzdem. Also, Eagles gegen die Chiefs. Haben wir. Okay, und dann, ich freue mich so brutal auf diese Woche. Es geht nämlich mit den Thanksgiving-Spielen weiter. Mhm. Also Cowboys gegen? Erstmal Packers at Lions. Okay. Dann die Commanders gegen die Cowboys. Green Bay Lions. Und jetzt die neuen Spiele. Da hat sich nämlich die NFL wieder was ausgedacht. Ja. Ja. Um Geld zu verdienen, die Black Friday Spiele. 49ers gegen die Seahawks. Das darf nichts sagen. Ja, und die Dolphins bei den Jets. Seahawks, Dolphins, Jets. Oh, das hat nochmal. So, dann geht's weiter mit den Saints at Falcons. Ach du Scheiße. Aha. Die Steelers bei den Bengals. Falcons. Kommst du noch mit? Bengals. Die Jaguars gegen die Texans. Jags, Texans. Junge. Buccaneers gegen die Colts. Bucks, Colts. Patriots gegen die Giants. Pets, Giants. Ja. Panthers gegen Titans. Oh, das wird hässlich. Mhm. Rams gegen Cardinals. Titans. Browns gegen die Broncos. Rams. Browns. Die Chiefs. Bei den Raiders? Chiefs, Raiders. Die Bills bei den Eagles? Raiders. Bills, Eagles. Und die Ravens bei den Chargers. Bills, und dann hätten wir es schon. Eagles, Ravens. Wer war denn bei den Chargers? Die Ravens bei den Chargers. Ravens, doch. Ravens. So, liebe Regie. Schade. Sehr gut. In Windeseile aufgeschrieben alles. In Windeseile. Jetzt könntest du stehen noch, kennst du? Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch. Also aus meiner Sicht brauchen wir vor allen Dingen auch mal von. Also was? Ich weiß es nicht genau. Aber aus meiner Sicht bräuchten wir auch mal so ein. Müssten wir zumindest mit allen Frischen bei der Galaxy mal mit so einem hessischen. Grundkurs? Grundkurs, vor allen Dingen auch mit dem hessischen Essen. Einfach mal eingliedern. Sie einladen zum Essen? Guck mal!
Da sehen wir den Frank wieder und herzlich willkommen in der Show, Miriam. Hola. Hallo. Das ist so schön, wie ihr bei uns auf der Couch sitzt. Total schön. Du, ist es voll bequem bei euch. Also ich will gar nicht mehr runter von dieser Couch, ne? Nee, die ist auch wirklich ultra bequem. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann machen wir. Wir müssen ein bisschen mit der Zeit heute rennen. Wir sind heute echt hier im Laberlauf-Modus. Wir haben heute reiche Spiele zu tippen. Das und Miriam, für dich, wir haben einmal noch das Yannick Kiel-Jersey, Silver Gomez-Jersey und ein Patriots-Beutel. Überleg dir schon mal, wenn du gegen Frank gewinnst, was du gerne haben möchtest. Und damit wir es für dich ein bisschen einfacher machen, muss Frank als erstes tippen. So, haben wir heute Nacht das Spiel. Echt ein knaller Spiel heute. Die Eagles gegen die Chiefs. Und Miri hat keinen Ton. Oder ist sehr, sehr leise. Zumindest für den Chat. Eins von beiden. Ich lese auch nur gerade den Chat. Das macht es für mich dann aber einfach, weil sie dann nicht tippen kann. Ne? Ja, Frank, dann hau mal deinen Tipp raus. Chiefs. Gut. Und jetzt probieren wir, Miriam, hören wir dich? Ganz leise, da müssen wir hier ein bisschen ruhig sein und dich dann hören, aber kriegen wir hin. So, Miriam, wie ist dein Tipp? Okay. Auch mit den Chiefs. Okay. Geht auch mit den Chiefs. Sehr so, gut. Dann kommen wir zu den Thanksgiving-Spielen. Die Packers bei den Detroit Lions. Gehe ich wieder zuerst oder wie machen wir das? Ja, du musst leider zuerst gehen. Du bist Aussie. Ah ja, stimmt. Ich muss hier die Entscheidungen treffen. Ja. Da gehe ich für die Lions, nicht nur, weil sie gerade ziemlich gut abschneiden, sondern weil Amon-Ra St. Brown war ja 2015 bei der Jugend-Nazio mit dabei, wo ich als Quarterback-Coach mit dabei war. Also go Team St. Brown, deswegen go Lions. So. Okay. Also schon wieder mit den Leuten zusammen gecoacht. Ihr seid sehr bunter Haufen, ey, ohne Witz. Krieg ich nur ein zu viel. So. Miriam. Ja, auch die Lions. Okay. So, jetzt enttäuscht ihr mich aber beide nicht. Die Commanders bei den Cowboys. Ich gehe Cowboys. Ja, okay, beide für Cowboys. Kann ich meine Entscheidung nochmal revidieren, falls David Bader zuschaut? Na, ist er im Moment active? Ich weiß nicht. Nee, er hat eine Verletzung gehabt, oder? Ja. Genau, aber können wir das auscutten, dass ich erstmal Cowboys gesagt habe? Weil dann David Bart. Let's go. Nee, wir klippen es sogar und wir werden es nochmal als Insta-Reel live bringen. Riecht schon unangenehm. Das war gut. Team David Bader, let's go, Commanders. Okay, kommen wir zu den 49ers gegen die Seahawks. Nee, meine Frage wäre erst noch gewesen, wollen wir wirklich das Korrigieren der Aussage annehmen? Also, möchtest du es korrigieren? Ich würde es gerne korrigieren, weil ich an David Baders Spirit glaube, dass er die Commanders unterstützt, no matter what. Here goes the jersey. Okay. Okay, 49ers gegen die Seahawks, bei den Seahawks. 49ers. Okay. Miriam geht auch mit. Dolphins bei den Jets. Dolphins. Ja, ich sehe schon. Es wird Miriam nicht das Cowboys-Commander-Spiel. Das wird das. Ja, ja. Aber Miriam kriegt vor allen Dingen auch noch aus dem Off auch noch entsprechende noch Tipps. Hilfe. Ja, das sieht man. Okay, und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Spielen, die so ein bisschen tricky sind. Saints at Falcons. Pest gegen Cholera. Die Falcons-Fans sitzen, ne? Virtuell sitzt du neben einem Saints-Fan oder einem angeheirateten Saints-Fan und sprechen tust du mit einem Falcons-Fan. Das ist korrekt.
Ist Derek Carr wieder fit? Können wir mal dieses komische Logo da aus dem Hintergrund rausnehmen? Das ist ja... Kann Derek Carr wieder spielen? Nee, raus, nicht rein. Nee, das bedeutet nicht, dass es in den Vordergrund muss. Das bedeutet... Ach, egal. Wir lassen das. Go Falcons! Go ja, sehr Falcons. Gut. Mhm. Ja. Ich glaube, Miriam kann nicht anders gerade als die Saints sagen, oder? Ja. Dann... Steelers at Bengals. Die Steelers. 2013 und 2018 durfte ich bei den Bengals mit dabei sein. Auch so eine Art Praktikum machen. Go Bengals. Okay. Who they? Steelers haben auch leider keine Offense dieses Jahr. Die Galaxy ja nicht ganz. Die spielt da gar nicht mit. So, Miriam, was hattest du getippt? Wir verstehen dich ganz. Könntest du noch mal sagen, was du getippt hast? Bengals. Habe ich jetzt Lippen gelesen. Ah, geil. Voll gut. Super. Oh, interessantes Spiel. Jacksonville at Houston Texans. Ich gehe auf die Houston Texans. Ich weiß gar nicht, ob ein GA von Robert Kugler, der müsste, glaube ich, der Assistant O-Line Coach sein bei den Texans. Mit ihm habe ich GA bei UTEP. Ihr seht schon, ich bin ziemlich biased, wenn es an Teams geht. Ja. Go Texans. CJ Stroud, ey, brutaler Typ. War das auch wieder Jackson? Jacksonville? Wir hören dich leider ganz, ganz schlecht. Warte mal, ein... Jaguars. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. So. Buccaneers at Colts. Colts. Okay. Okay. Jetzt ein überragendes Spiel. Ich werde es mir definitiv nicht angucken. Patriots at Giants. Puh. Aber sie haben gegen die Commanders gewonnen. Go Giants! Wenn wir den Hintergrund... Ich glaube an Coach Belichick, der macht es wieder. Der findet einen Weg. Ich glaube an ihn. Der hat schon so oft einen Weg gefunden. Da wird der Hintergrund ausgepscht. Finde ich sehr lustig. Ah. Also, gehst du mit deinen Hintergrundgeräuschen? Ich gehe mit den Giants, ja. Ja. Okay. Carolina Panthers at Tennessee Titans. Oh. Ja, schön ist anders. Oh. Panthers. Oh, okay. Hey. No risk it, no biscuit. Ja, allerdings. Hast du Miriam verstanden? Ich meine, sie ist mit den Titans gegangen, oder? Titans, ja, sehr gut. Jetzt geht's aber richtig. LA Rams gegen die Cardinals. Rams. Wait, das wird echt spannend. Das wird sehr, wild. Sehr ruhig diese angefangen. Diese Woche wird wirklich wild. Aber es, die Browns gegen die Broncos, die im Moment heiß sind. Vor allen Dingen auf jeden Fall im Tippspiel. Also da sage ich ganz klar Browns, weil bei Coach Bill Callahan, dem O-Line-Coach, durfte ich eben ein paar Tage sogar schon zu Hause schlafen, wo ich bei den Cowboys damals war. Da habe ich keine andere Chance, als Browns zu sagen, let's go. Okay. Chat war kurz für die Browns, jetzt für die Broncos. That's right. It works. Broncos? Ist, okay. Ist das ein Ja? Ja, ja. So, dann Chiefs bei den Raiders. Wow. Chiefs. hoffentlich sieht Jakob Johnson das jetzt nicht, ne? Ja, aber weißt du da mehr? Ich meine, er ist ja gecuttet worden, ne? Bei den Raiders? Ehrlich? Ja, keine Ahnung, vor, ich habe jetzt mit ihm länger nicht gesprochen. Tatsächlich, vor 3 Tagen ist er gecuttet worden und wahrscheinlich als, ja, ich nenne es mal Systemspieler durch den Change-Up bei den Raiders, haben sie ihn entlassen. Mhm. Wow. Nee, das wusste ich gar nicht, ne? Siehst du? Hier lernst du was. Länger nicht mit ihm gesprochen, da habe ich echt wieder, ne? Gut bei euch zu sein. Hier lernst du was bei der Purple Lounge. Miriam, was hattest du getippt?
Die Chiefs. Auch mit den Chiefs. So, jetzt und zum Ende hin. Ein großes Matchup, die Bills bei den Eagles. Jetzt sind wir ganz ruhig. Was hast du getippt, Frank? Jetzt? Ja. Eagles, Eagles, Eagles. Da gehe ich mit den Eagles. E-A-G-L-E-S, Eagles. Let's go. Okay. Wirklich. Miriam hat auch schon mit dem Kopf genickt. Miriam hat auch Eagles eingeloggt. Und dann kommen wir noch zum Sonntagnachtspiel, die Ravens bei den Chargers. Ravens. Ja, auch die Ravens. So, wieder dann sind wir durch, aber wir haben mit reichlich... Mit einem sehr wilden Mittelteil, würde ich mal sagen. Wir haben eins, Unterschiede im Mittelteil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unterschiedliche Spiele. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie. Das hatten wir definitiv noch nicht. Bis jetzt waren es immer so 2, 3, die... Wir sind gespannt. ...das Zünglein an der Waage waren. Aber jetzt nochmal zum Einlocken. Miriam, wenn du gewinnst, was soll dein Preis sein? Wähle Tor A, B oder C. 1, 2, 3. Wir haben... Kiel. Da ist es. Da komm, ich halte es mal hier. Zack, zack, zack. Da ist es. Ist notiert. Ich lege es dir schon mal parat, weil gegen Coaches läuft es ja hier sehr, sehr gut. Habe ich gehört. Ja, vielleicht ist das so ein Ding. Vielleicht machen wir das einfach zu einem Ding. Es... Tut uns leid, dass wir heute so lange überzogen haben, aber das ich hoffe, ihr da draußen hattet echt Spaß. Nochmal vielen, vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Wir wissen es echt zu schätzen. Wir freuen uns echt mega auf die Saison. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Wir drücken dir die Daumen, also zumindest ich. Wir drücken dir du kannst auch die Daumen drücken. Du bist ja heute nicht im Tippen. Ja, du, ich bin heute für unsere Fans. Entschuldigung, Frank. Okay, ne? Miriam, ich drücke dir indirekt die Daumen, aber natürlich will ich gewinnen hier. Ne? Also. Nein, also vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen. Und der Hinweis, wenn ihr irgendwie, ich habe vorhin gesehen, es musste jemand schon ins Bett gehen, weil er so früh raus muss. Ihr könnt uns ab Dienstag nochmal zuhören. Auf Spotify. Wir sind als Podcast unterwegs und wer nicht auf unser Bild verzichten möchte, kann sich das Ganze auch nochmal bei YouTube angucken. Und wir würden uns total freuen über eine schöne Bewertung und teilt fleißig. Das ist korrekt. Von daher habt ihr dort die Möglichkeiten, uns nochmal die Woche über zu hören. Genau. Und für die Leute, die jetzt auch sagen, dass es ziemlich lange war, 1,25-fache Geschwindigkeit läuft. Läuft. Geht. Geht, das geht, läuft. Geht, geht. Geht auf jeden Fall. Ja, dann freue ich mich bedanken. Auf nächste Woche Montag. Das ist korrekt. Wir werden über Social Media bekannt geben, was wir für Gäste nächste Woche wieder online oder auf der Couch haben werden. Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt. Wir werden es noch nicht spoilern, wer kommt nächste Woche Montag. Deswegen folgt den Social Media Kanälen der Galaxy. Da werdet ihr es erfahren. Und dann danken wir. Sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Dankeschön. Bis denn.